Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge in TrainSimWorld. Mein Name ist Jan und wir fahren hier zusammen in der Baureihe 185 einen Güterzug im Wuppertal Richtung Osten. Wir müssen erstmal aufrüsten und sollen über Schwelm West fahren. Erstmal natürlich ganz wichtig, die Zugsicherung auch mit einzustellen, die wir hier auch mit drüben haben. Die SIFA lassen wir aus. Die nervt immer nur, muss man pausenlos drücken. Die Zugbeeinflussung, die wollen wir natürlich mit drin haben. Und jetzt noch die AFB drin hat. Können wir uns auch so langsam auf den Weg machen. Wir haben Fahrt. Kurz gedacht, was geht jetzt los? Aber ja, jetzt geht es auch tatsächlich los. Es dauert ein bisschen, ja, bis wir angefahren sind. Aber der Zug setzt sich in Bewegung und wir haben zwei Zugfahrzeuge und einen Containerzug, der ja doch schon, wenn man auf die Karte guckt, wenn es so richtig funktionieren würde, gar nicht so kurz ist. Wir befreien uns und geben ein bisschen Stoff und werden umgeleitet im Wuppertal über die Nebenstrecke. Das heißt, dementsprechend wird es interessant, wie voll es hier denn wird. Das schauen wir. Also als Güterzug generell wird das jetzt, glaube ich, hier eine ganz spannende Geschichte. Ja, wir haben es fast geschafft. Den ersten Ort ist schon über, ja, weniger als einen Kilometer entfernt. Schwelm West, das haben wir gleich erreicht. Wunderbar, den ersten Punkt, den wir erreichen sollen, wo wir rüberfahren sollen. Und ab dem Moment könnte ich mir vorstellen, dass es auch schon spannend wird, dass wir da jetzt gleich weitere Instruktionen bekommen, dass wir hier jetzt gerade noch auf der Hauptstrecke fahrend, fünfgleisig das Ganze hier sogar ausgebaut, wenn man hier nach links rausschaut. Ja, Wuppertal. Fahren natürlich auch viele Züge, ist klar. Aber wir als Containergüterzug haben hier dann bestimmt das Nachsehen. Ankündigung für die 80 km/h, die haben wir aber auch schon drin. Fahren hier sogar auf Gleis 1 vorbei. Wo ich das Linienbrand gegeben habe. Deswegen ja, werden wir umgeleitet auf die Strecke Gabelsberg nach Hagen. Alles klar, da haben wir dann auch ja nochmal richtig gesagt bekommen, weswegen wir umgeleitet werden. Dass wir umgeleitet werden, das wusste ich schon, aber jetzt auch weswegen. Da gab es einen Brand, also alles klar, die Strecke da gesperrt. Wir müssen über Gevelsberg Hauptbahnhof fahren. 6 km ist das Ganze in der Luftlinie noch entfernt. 80 km/h ist mit der AFB noch eingestellt, das heißt, es ist alles gut. Wir sind stetig unterwegs. Der nächste Bahnhof, wo wir durchrauschen mit 80 km/h, alles in Ordnung. Ja, die Passagiere hier, die werden nicht weggefegt. Wobei 80 km/h, ich meine, das ist auch auf jeden Fall auch schon ordentlich laut, wenn man da hier mit den Containern durchrauscht, darf man nicht unterschätzen. Und jetzt geht es bergab hier durch den Tunnel und dann auch schon von hier aus gesehen kommen wir direkt hier auf die Nebenstrecke, die, glaube ich, teilweise, ja genau, sogar eingleisig ist. Und jetzt wird es nämlich tatsächlich interessant, da müssen wir natürlich auch auf die PZB achten, auf die Signale achten, weil einige Abschnitte sind eingleisig und da kann es gut sein, dass wir warten müssen. Ob und wie das sein wird, das sehen wir dann noch. Wir sind auf Max, aber ja, wir schaffen es nicht, das zu erreichen momentan. Unsere 185 kommt noch nicht ganz auf die Spitzengeschwindigkeiten, die wir hier eigentlich fahren dürfen.
bald sogar, wobei es wird so langsam wieder besser. Ja, aber das wird wahrscheinlich mit der Steigung zu tun haben, natürlich. Wir fahren ein bisschen bergauf. Ja, in 3,4 Kilometern, das werden wir dann auch noch auf der Strecke selber sehen, dürfen wir dann sogar 100 km/h fahren. Auch das mit unserem Güterzug noch erlaubt. Ah ja, das sehen wir dann. Also das Signal sagt, es ist noch alles in Ordnung und noch sind wir hier natürlich auch noch im zweigleisigen Bereich. Das wird wahrscheinlich dann auch anfangen, würde ich jetzt mal vermuten, ab Gevelsberg Hauptbahnhof, dass es da dann eingleisig werden kann. Das Ganze geht ja Richtung Osten hier, wo wir langfahren. Also nochmal ein etwas größerer Abschnitt. Ja, spannend, was uns hier noch erwarten wird. Da haben wir das Schild, da ist sie, die 10, bedeutend für 100, wenn mit allen Wagen, ja, wenn wir da vorbei sind. Noch ist auch alles streckefrei, hätte ich bis jetzt gar nicht so erwartet. Tatsächlich wenig Verkehr, dafür, dass wir umgeleitet werden, ist ein bisschen schade, muss ich schon fast sagen. Ziemlich wenig Verkehr bis jetzt hier unterwegs. Wir sind gleich durch und ja, weil wir es dürfen, machen wir es natürlich auch logisch. Wir wollen ja auch hier mit einem Güterzug, ja, im engen Takt, auch hier wollen wir natürlich ja, nichts verzögern und versuchen, die Geschwindigkeit, die wir fahren dürfen, auch zu fahren. Da haben wir jetzt dann mal Verkehr, eine S-Bahn, die dort steht. Ich hätte es mir aber voller vorgestellt. Ja, da es sich um eine S-Bahn-Linie handelt, sind Verspätungen und langsames Fahren zu erwarten. Ich dachte, das kommt schon viel schneller. Jetzt wird es uns aber auch nochmal gesagt. Das habe ich auch erwartet. Noch wurde es nicht erfüllt, aber gut. Ist ja auch noch einiges zu fahren. Hagen-Heubingen wird uns jetzt, oder Heubingen wird uns jetzt als nächstes angezeigt in 6 Kilometern. Aber auch bis jetzt hier alles voll, bisschen leer mit freier Fahrt. So. Wir haben eine Geschwindigkeitsankündigung 90 km/h und auch das erfüllen wir natürlich, beziehungsweise die AFB erfüllt es für uns. Das ist ja ziemlich locker, vor allem weil wir eigentlich ja, die 100 km/h gar nicht erreicht hatten. Und das heißt, hier wird zwar ein bisschen was gemacht, aber eher, dass wieder Leistung zugeschaltet wird, weil wir zu langsam fahren. Und hier haben wir auch einen Kollegen stehen, tatsächlich sogar einen Güterzug, der scheinbar ein haltzeigendes Signal hat, was ich gar nicht verstehen kann, wieso der da steht, weil die S-Bahn, die ist eigentlich schon doch einiges weiter. Hier haben wir jetzt auch die 90 km/h. Ja, aber bis jetzt für uns. Ja, man sieht immer mal wieder einen Zug, das ist schön, das freut mich natürlich. Eigentlich ist natürlich auch durch Geschwindigkeit immer mal wieder anpassend, also das heißt, es ist schon ein spaßmachendes Szenario, keine Frage, definitiv. Ich liebe es ja, mit Güterzügen zu fahren, muss ich sagen, und vor allen Dingen, wenn die Szenarien mal, ich sag mal, ein bisschen anders gestaltet sind, als einfach nur von A nach B im Fahrplanmodus quasi zu fahren, ohne dass man irgendwann mal von der Strecke irgendwie fahren muss, irgendwie mal auf dem Ausweichgleis oder so, sondern solche Szenarien mit den Güterzügen, wo du dann auch mal ein bisschen mehr machen musst und auch mal ein paar Halte dazwischen hast, ähnlich wie bei, ich sag mal, der Regionalbahn oder sowas. Das macht dann schon Spaß. Aber währenddessen wir hier durch einen Personenbahnhof durchfahren, kann ich natürlich sagen, natürlich auch Regionalbahn, Regionalexpress, ICE mit dem Fernverkehr, IC, aber auch die S-Bahn und sowas, alles das werden wir natürlich auch hier nochmal fahren. 80 km/h angekündigt, regeln wir natürlich auch. Oh, naja, 80, nicht 75. Da sehen wir hier, regelt er tatsächlich mal ganz, ganz kurz, oder es geht ja ganz schnell. Ja, wir haben trotzdem schnell natürlich reagiert, aber die 80 km/h Jahre lang davor haben wir es erfüllt. Und in 1,4 Kilometern haben wir dann wieder, ja, wahrscheinlich die nächste Benachrichtigung vom Fahrdienstleiter, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Denken wir uns so. Und dann bekommen wir den nächsten Hinweis, wie es weitergeht.
Vielleicht sagen die Signale auch schon vorher was, aber auch das, egal ob es das Hauptsignal ist oder das Vorsignal, alles zeigt noch grün. Wunderbar. Ja, und jetzt ist es soweit. Am Ende des Bahnhofs ist hier jetzt noch nichts zu erkennen. Springt es um? Nee, umspringen tut es noch nicht. In Hagen sollen wir anhalten. Es könnte sogar sein, dass da dann das, ja, wahrscheinlich, dass das Szenario da dann auch schon endet. Ob bis dahin und was bis dahin noch passiert. Ich dachte wirklich, es gibt eingleisige Abschnitte hier drauf. Und es ist nur der, es ist der Abschnitt, und da verwechsel ich das mit einer anderen Strecke, das ist der Abschnitt jetzt am, doch, ja, es ist nämlich genau, doch, ich hatte es richtig, oh, da ist das Feuer, da sehen wir es, oh mein Gott, da ist das Feuer, weswegen wir umgeleitet werden. Die Rauchwolke sehen wir und deswegen bekomme ich auch die Zwangsbremsung, weil ich nicht bestätigt habe, dass wir 70 km/h nur noch fahren dürfen. Ich wollte gerade sagen, verdammt, ich muss das Schild übersehen haben. Und ja, da lag auch ein Magnet. Wir wurden zwangsgebremst. Angenehm. Bremsdruck wieder annähernd bei 0 bar. Das heißt, wir können auch wieder Leistung aufschalten. Und der kleine Fauxpas, das ja, kann mal passieren, ist natürlich aber unglaublich ärgerlich, keine Frage. Und hoffentlich kriegen wir hier an dieser Stelle, wo es auch bergauf geht, den Zug wieder gut mit unseren, ja, einigen Containern, die doch dann am Ende hinten dran hängen, angefahren. Aha, da ist es soweit. Wir rollen nämlich wieder an und haben das Ganze überwunden. Puh. Und da sehen wir doch tatsächlich sogar auch richtig die Flammen noch außen. Ja, weiß nicht, was das ist. Fabrikdach schlagen. Flammen bekämpfen werden wir auch demnächst wieder in Notruf 1122. Mache ich ja selber bei der Berliner Feuerwehr auch. Und wir können das auch demnächst wieder zusammen machen. Auf was habe ich eigentlich noch die AFB? Noch auf 40 km/h, ja, ist in Ordnung. Stellen wir gleich höher, wenn wir wieder mehr dürfen. Das nächste Signal aber dürfen wir auch nicht verpassen. Aber nämlich den nächsten Magneten, den wir wieder bestätigen dürfen. Also Ufbase musste da. Aber da haben wir es. Also Wahnsinn, ja. Saugeil. Also, geht so, ne? Also, zum Glück nur im Spiel. So, dann schalten wir aber trotzdem mal, auch wenn es ein Kurzvergnügen wird, auf die 70 km/h. Die ist aber auch genau überwacht. Mache ich lieber 65. Da will ich das nicht drauf anlegen. Hier glaube ich ja ein kleiner Industrieanschluss, der leider viel zu selten, solche Industrieanschlüsse viel zu selten benutzbar sind in Transim World. Das ist super, super schade. Hier auch an einer kleinen Haltestelle vorbei und ja, der Zug geht hier auch ordentlich in die Eisen, also mit voller Bremskraft war der. Das gibt's doch nicht. Zwangsbremsung. Sie hat's offensichtlich nicht geschafft, die volle Bremskraft. Verdammt. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Geschwindigkeitsüberschreitung, danke sehr dafür. Bremsen sind gelöst, wir schalten wieder auf. Und das dürfte jetzt aber, weil wir noch, ja, auf jeden Fall, vor allem hier hinten noch, ja, im Gefälle sind, deutlich leichter sein. Ja, 0 bar sind auf der Bremse drauf. Das heißt, theoretisch, der kämpft am Anfang immer ein bisschen. Aber theoretisch müsste es gleich losgehen. Wir rollen los. Die Handbremse scheint bei dem Zug irgendwie gerade in dem Szenario ein bisschen verbuggt zu sein. Sehr unglücklich. Die 30 steht da. Die hauen wir gleich rein, wenn wir über das Signal drüber gefahren sind. Logisch. Und wenn man so langsam ist, ein bisschen kritisch mit Zugbeeinflussung. Der richtigen Bestätigung. Der Zugbeeinflussung. Übrigens, wir waren gerade aus der Überwachung draußen, ist ein kleiner Trick, weil ich erstmal drauf kommen musste, was hier gerade falsch lief, wieso wir nicht wieder losfahren konnten.
Man kann die PCB natürlich auch einmal ausschalten und anschalten, aber da muss man natürlich aufstehen, wobei, so wird es auch gehen. Aber einmal den Hauptschalter, ja, einfach in neutral wieder und dann ist man auch außer Überwachung wieder draußen. Also kleiner Trick und man bekommt auch, wenn man wieder reinkommt, keine Zwangswärmung davon. Also sehr freundlich, das quasi so zu machen. Wir sind auf 45 überwacht, 30 dürfen wir, also theoretisch sollte das jetzt auf den letzten Metern kein Problem mehr sein. Langsam kommen wir hier in Hagen, ja, eingerollt, kann man wirklich so sagen. Von, ja, der Nebenstrecke wieder auf die Hauptstrecke drauf. Wir müssen natürlich aufpassen, weil die nächste Zwangsbremsung, die wartet schon auf uns, falls wir tatsächlich dann mit den 30 km/h weiter auf das rot zeigende Signal drauf zurollen würden. Das passiert hoffentlich nicht. Hier sieht man es nochmal, wo wir hergekommen sind. Hier dieser ganz kleine eingleisige Abschnitt. Dachte ich halt wirklich, dass wir halt ein bisschen größer ist, dass wir einen Hauptteil der Strecke ausmachen, aber nein. Es ist halt wirklich nur dieses kleine Ende. Da sehen wir schon, ja, das muss ich eigentlich mal ausschalten, diese Markierung, diese Haltemarkierung. Aber ja, im Endeffekt, da soll unser letzter Hänger stehen, unser. So, sagt man das natürlich nicht. Ah, der letzte Waggon, der Containerwagen. Und ja, da könnte man sogar jetzt sich jetzt ausrechnen, wie lang der Zug tatsächlich ist. Weil solche Informationen fehlen leider auch noch in TSW. Das ist leider nicht mit dabei. Ich meine, das wäre eigentlich total hilfreich und natürlich in echt eine absolut pflichthabende Position. Und vor allem, dass wir hier warten auf einer Weiche. What the fuck? Aber okay, das liegt wahrscheinlich auch nur daran, dass ja, die Karte ist halt zu Ende. Was willst du machen? Normalerweise würde der natürlich nie im Leben hier einfach stehen bleiben und selbst hier den Lokführerwechsel. Meine, in echt fahren die hunderte Kilometer ein Lokführer und nicht 50, wie hier. Und ja, naja, aber das ist ein anderes Thema. Hoffentlich verbessert sich in der Situation die Zugsimulatoren immer mal weiter nach vorne. Transam World hat insgesamt, jetzt hier auch in der Version 2, das ist ja eigentlich die dritte Version des 0, hat sich ja schon quasi nach vorne weiterentwickelt. Wir können mal Leistung abschalten, auch wenn wir nicht schnell sind. Knapp unter 30, aber ja, wir wollen ja auch nicht nur selber am Signal stehen bleiben, sondern am liebsten auch so, wie das Spiel es haben will. Und so geht es dann tatsächlich dann doch am Ende zu schnell. Wir sind schon wieder auf 0 Bar, aber ja, wir sind stehen geblieben. Macht nichts, ist auch okay. Wo stehen wir mit denen? Ja, ich meine, es wäre eh unglücklich gewesen, aber so sind noch, ich meine, die meisten Gleise oder alle Gleise, die sonst auch blockiert werden, werden blockiert, aber kein weiteres, also alles in Ordnung. Es geht noch weiter. Wieso mussten wir dann jetzt hier halten? Ist doch noch alles in Ordnung. Keine Ahnung. Ich dachte, wir müssten es abschalten. So, das ging jetzt aber mal fix. Also, ja, macht nichts. Also, Signal, alles wieder grün. Weiter geht's. Das Anfahren klappt auch wunderbar. Wir sind in der 25 km/h Überwachung. Also, aufpassen. Mach es wirklich lieber sehr genau, weil wir 500 Hertz natürlich jetzt gerade haben. Müssen wir noch ein paar Meter rollen, dann können wir uns daraus wieder befreien. Schnell wird es aber trotzdem jetzt durch den Güterbahnhof in Hagen nicht weitergehen. Und da ist es, das befreiende Signal. Zugbeeinflussung. Ja, erstmal natürlich die Zugbeeinflussung. Und jetzt, ich bin jetzt nicht der, der sich mit allem super gut auskennt. Zugbeeinflussung. Und nein, offensichtlich, ich glaube, in echt gäbe es für den Versuch, sich zu befreien, schon eine Zwangsbremsung. Ja, jetzt hier im Spiel nicht. Aber offensichtlich dürfen wir uns von den 25 km/h gar nicht befreien. Doch, jetzt ist es automatisch aufgehoben. Die 100 Hertz ist Zugbeeinflussung. aber noch drin. Das heißt, ja, gut, aber wir dürfen eh noch nicht schneller. Aber irgendwann demnächst dann, wie wir da oben schon sehen, die 60 km/h immerhin. Falls wir nicht dann schon in der nächsten oder weiteren Überwachung mit drin sind.
Aber auf die 40 km/h will ich schon mal schalten. Und aufs Beste hoffen. Auch hier, wenn man sich umschaut, es könnte ein bisschen mehr Verkehr vertragen. Mal schauen, wie das auf den weiteren Strecken ausschauen wird. Egal, ob wir Personenverkehr oder auch weiter Güterverkehr fahren. Ich habe so gut wie jede deutsche Strecke für den Trains in World, oder wir können auf jeden Fall zusammen auf alle Strecken, auf alle DLCs mit draufschauen, die es so in Deutschland gibt. Vielleicht auch mal Österreich und Schweiz, wenn es da was zu fahren gibt. Und ja, weiß nicht, wie es in der Realität ausschauen würde mit den 60 km/h, die man theoretisch hier auf dem Gleis fahren dürfte. Aber da wir jetzt wahrscheinlich auch in den Rangierbereich eigentlich reinkommen und da auch, ja, noch haben wir ja kein haltzeigendes Signal vor uns, aber ja, ich weiß nicht, wie es der Realität entsprechen würde. Vor allen Dingen auch jetzt hier mit den 100 km/h zum Beispiel gleich. Ob man das tatsächlich so fahren dürfte, nur weil es quasi die Gleisgeschwindigkeit ist. Oder ob im Fahrtenbuch irgendwie da, keine Ahnung, ob da was anderes steht. Aber ja, die Beeinflussung ist auf jeden Fall, die Überwachung, die können wir wegschalten. Das war auch, glaube ich, jetzt rechtens soweit. Und ja, sind zwar nur ein paar km/h und am Ende, ja, lassen wir uns noch überraschen, was am Ende jetzt gleich sein wird. Aber trotzdem, die Leistung schalte ich schon mal ab. Anzeigen tut es uns hier nichts, aber ich bin mir fast sicher, dass das, was wir jetzt gerade hier durch die Weiche gefahren sind mit 60 km/h, eigentlich viel zu schnell war. Aber ein haltzeigendes Signal haben wir offensichtlich überhaupt gar nicht. Also wir haben gar kein Signal mehr angezeigt hier. Also das finde ich äußerst interessant, dass das Spiel ja einem quasi gar nichts mehr sagt, was Sache ist oder was nicht, weil ich sehe da ja ganz viel Rot. Aber dafür gab es weder einen Magneten noch sonst was. Ja, naja, lassen wir das mal so im Raum stehen und rollen. Ja, ziemlich schön, muss ich sagen. Gelingt mir nicht immer so gut, glaube ich. Zu der gewünschten Position. Ja, ein bisschen weiter vorne zu halten, ist auch keine Schande. Wenn jetzt hier fast bei Null, tuckern hier noch mal ein bisschen aus. Ich mache jetzt hier die Bremse rein. Dann ist in Ordnung, dass man nicht ganz vorne stand. Wenn man hier jetzt nach hinten schaut, ja, das... Ja, ich dachte sogar noch ein bisschen mehr Platz. Aber nee, wir sind wirklich relativ lang. Ja, hier wird gehofft, dass das Feuer bald gelöscht ist und die Hauptstrecke wieder für den gesamten wartenden Verkehr wieder geöffnet werden kann. Vielleicht war auch deswegen so wenig los, weil wir mehr oder weniger der Erste war, der drüber geschickt wurde. Keine Ahnung, Haltegenauigkeit jetzt angeblich daher ist nicht ganz so gut, aber gut, davon mal abgesehen. War es ein spaßmachendes Szenario, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, wir schauen und sehen uns dann bei einem nächsten Szenario oder in einem anderen Simulator-Game. Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.